Hi Leute, ich begrüße euch hier auf Weibers Meerwasser zu einer neuen Produktvorstellung. Heute die X3 ist da endlich angekommen. Wir beide schauen uns das Ding gleich mal genau an. Genau. Hallo Markus, danke, dass du wieder hier bist. Und dann geht's gleich los nach dem kurzen Intro. Ja Leute, Dankeschön fürs Dranbleiben und für euer Interesse. Die X3 wurde ja schon dementsprechend lang angekündigt, genau. Und endlich ist sie da. Verkaufsstart wird sein ab April. Und wenn wir da auf den Verkaufsstart jetzt mal eingehen, muss ich mal euch da draußen was sagen, beziehungsweise euch was weitergeben. Ihr sorgt gerade dafür, dass in Polen echt viele Arbeitsplätze entstehen. Weil Refactory stellt gerade extrem viele Leute ein. Bisher waren es auch 60 Mann, die das gemacht haben. Und jetzt geht es, glaube ich, auf 120 oder 180 sogar hoch. Da laufen momentan gerade Bewerbungsgespräche, damit die Masse, die momentan gefordert wird von euch da draußen, weil das Material dementsprechend so gut ist, auch bewältigt werden kann. Ja. Das wollte ich mal gesagt haben. Aber kommen wir jetzt mal hier zur Pumpe. Genau. Die X3 ist im Prinzip nichts anderes wie die Einfachdosierpumpe, bloß genau. Halt alles in einem Gehäuse und drei Stück davon. Ja, verpackt. Das reicht ja in der Regel eigentlich. Eigentlich schon, ja. Also wenn ich KH dosiere, CA, vielleicht ab und zu die Einwohner muss auch Magnesium dosieren. Das kommt auf den Bestand an. Genau, richtig. Ich habe zum Beispiel relativ wenig Magnesium. Ich dosiere überhaupt kein Magnesium. Da reicht das dann in der Regel aus. Da kann man so. Vielleicht mal Phytoplankton oder sonstige Sachen dosieren. Das ist auch eine Möglichkeit. So, kleine Bedienungsanleitung, beziehungsweise 1, 2, 3 in zig verschiedenen Sprachen. Also diese Schnellanleitung sind. Dann haben wir hier die Pumpenköpfe und hier auch unter anderem der Reset-Magnet. Ja, gut. Die Pumpenköpfe müssen wir gleich separat. 1, 2, da ist der dritte. Draufpacken und dann haben wir hier das Schlauchpaket. Muss ich gleich mal gucken, wie viele Meter das sind, aber es sieht ausreichend aus. Das ist eine ganze Menge. Ja. Verschiedene Stecker für unser Netzteil. Da werden sie locker 15-20 Meter sein. Ich habe noch nicht geguckt. Geht von aus. Und hier haben wir die Haupteinheit. Die sieht schnuckelig aus. Echt süß. Ja. Platzsparend. So, wir haben ja auf der Rückseite auch die Möglichkeit, die direkt in die Wand zu bringen. Ja. Zwei kleine Schäufchen rein. Was ich nicht tun werde, weil ich packe die bei mir unter die Schalteinheit runter. Hier oben kommen zweimal Klettband drauf und dann kommt die von unten unter die... Die wiegt ja nichts, ne? Die wiegt nichts. Die ist leicht, die ist schön leicht. Ja, ist doch cool. Also hat schon ein bisschen Gewicht, aber jetzt nicht, dass ich sage... Die ist nicht zu schwer, aber sie ist auch nicht zu leicht. Also die sieht gut verarbeitet, fühlt sich auch gut an, das Material. Sehr wertig. So. Ja, das sieht auch geil aus. Das brauchen wir nicht mehr. Ja, dann sollten wir mal. Ich mach das hinten mal auf hier. Mhm. Für dich. Und. Also, wir sind jetzt auch gerade am Auspacken. Ihr seht hier gerade. Wir fangen gerade bei Null an. Ich hab Unboxing Pumpe, machen wir heute nur, sozusagen. Die Pumpe habe ich gestern bekommen vom Kevin. Er macht ja momentan, beziehungsweise er ist jetzt der Deutschlandvertreter hier von Refactory. Genau, einmal Strom bitte. Mal gucken, ob's wird ausreichend. Noch nicht einstecken. Erst die Köpfe draufsetzen. Obwohl kann nichts passieren. Ne? Ich möchte erst die Köpfe drauf haben. So, die werden verdreht, also aufgesetzt. Aufgesetzt. Einmal verdreht Klack. Und fest. Genau. Und das Ganze mit allen anderen auch, also sprich von links nach rechts, A, B und C. So sollte es sein. Und es wurde im Vorfeld hier und da im Netz auch schon gesagt, ja, aber warum eine Dreifach? Die kostet ja 290 Euro. Da hole ich mir doch lieber eine Kamör. Kamör? Also, man muss auch mal ganz ehrlich sagen, diese Pumpen hier, das sind Kamör-Pumpen. Ja, die Dosiereinheiten hier drin, das sind Kamör-Pumpen. Also das ist ganz hochwertiges Material und da muss man sich nichts anderes kaufen. Also wenn man dieses Gesamtkonzept von Refactory fahren möchte, alles in einer App,
ist sowas hier natürlich absolut genial. Ja, so. Dann, das kostet natürlich auch ein klein bisschen mehr Geld, wenn es alles in einer App ist. Ja, muss man ja auch mal fairerweise sagen. Ja, der Server muss zur Verfügung gestellt werden. Man muss auch mal sehen, was da muss entwickelt werden, vernünftig alles. Ja. Also das kostet natürlich, irgendwo kostet das Geld. Und das ist alles bei den ganzen Produkten von Refactory, sage ich mal, integriert. Ja, und das wollen die auch so machen, dass man später sagt, ich kann wirklich alles über eine App steuern. Das ist dann schon eine Hausnummer. Also finde ich gut. Also, und wie Daniel sagte, übrigens Camoir kommt auf den Medizinbereich. Ja. Und somit die bauen eigentlich medizinische Geräte, Dosieranlagen und so weiter. Und die haben dann halt noch so einen kleinen Abteil gemacht jetzt für den Aquaristikbereich. Und da kann man sich wirklich super drauf verlassen. Also die Pumpen sind klasse. Mit dem, was ich jetzt hinten beim Reef, beim KH-Keeper schon habe, das ist Wahnsinn. Ja. So, kommen wir zum Setup. Das ganze Gerät hat jetzt Strom gekriegt und jetzt müssen wir noch hingehen und dem Gerät sagen, wo es hin soll. Dafür brauchen wir im Vorfeld unser WLAN-Passwort. Wir müssen wissen, wie wir uns verbinden. Damit wir wissen, wie wir uns verbinden, haben wir hier unten einen kleinen QR-Code. Da kommen wir auf die Website zur Bedienungsanleitung und da steht dann alles soweit drin. Ziemlich simpel gemacht. Eigentlich easy, wenn man weiß, wie. So, wenn man sich vorbereitet hat. Genau, jetzt müssen wir erstmal das Netzwerk hier auswählen. Das Netzwerk ist im Prinzip die Seriennummer, die auf der Kopfseite hier drauf steht. Das ist das Netzwerk der Pumpe. Das wählen wir dann jetzt aus. Da müssen wir dann ein Passwort eingeben. Ich habe das eben schon mal eingegeben. Das Passwort steht ist Refactory. Und wenn die Verbindung hergestellt ist, dann öffnen wir den Browser und geben oben an www.dosingpump. Genau, da steht es schon, weil das ist auch noch von meiner anderen Pumpe. Das ist die gleiche, der gleiche Verbindungsaufbau. Okay. Und da kommen wir dann dementsprechend direkt schon zum Menü, zum Einrichten. So, wir wollen das Ganze in Deutsch. Hier hätten wir jetzt die Möglichkeit, alle Pumpen schon im Vorfeld einzustellen, wenn ich das möchte und weiß, was ich brauche. Ganz ehrlich gesagt, ich weiß es im Moment nicht. Diesen Schritt können wir aber auch überspringen. Ja, einfach, wird ja jeder hinkriegen. Genau. Also das ist ja jetzt nichts. Wir gehen auch weiter und wir kommen jetzt zum Auswahl unseres Funknetzwerkes. Der hätte jetzt gerne das Passwort von hier, was ich schon kopiert habe. Ja, das ist wichtig. Und nach diesem Schritt können wir dann in die App wechseln, beziehungsweise jetzt hier, ich mache das über den Browser, das ist dann nämlich einfacher, sonst bricht mir die Aufnahme hier ab. Ja, ja. Genau wie beim letzten Mal, da musste ich nämlich die ganze Aufnahme nachsynchronisieren hier. Ist grundsätzlich besser, wenn du erst über den Browser machst, alles. So, dann weiter. Na? Also die ist aber auch wieder 2,4 GHz, sollten wir vielleicht nochmal was besagen. Ja genau, das ist das gleiche Spiel wieder mit 2,4. Spiel mit den 2,4 und 5 GHz. Es kann sein, wenn ihr die nicht eingebunden bekommt ins WLAN, dann müsst ihr am Router kurz mal das 5G ganz ausstellen, dann alles komplett auf 2,4, dann die einbinden und dann kann man anschließend wieder alles zurückstellen. Nur als kleiner Tipp nebenbei, wenn es dann mal nicht funktionieren sollte. Ne? Das ist nämlich gerade eben hier passiert. Beim ersten Mal hat er es nämlich nicht genommen. Und jetzt habe ich das Ganze nochmal gemacht. Dann hat er dann per Zufall wahrscheinlich gerade das 2,4 GHz Netz gekriegt. Solltet ihr aber Probleme damit haben, schaltet es aus und dann geht das ohne Probleme. Ja. So, nach diesem Schritt ist das Gerät bei Refactory angemeldet. Beziehungsweise, nein, ich muss jetzt noch meine E-Mail-Adresse, damit es dem Konto zugeordnet werden kann. @.com. Ja, wenn man jetzt da reinschreiben würde, dann würde da auch was stehen. Ich bin am Tippen und der schreibt, der bleibt. Ja, genau. Ganz einfach. Nicht komm. So, Passwort wird eh ausgeblendet. So, Gerät wurde erfolgreich angemeldet und jetzt können wir zum letzten Schritt gehen. Na komm. Hallo? Haben Sie aufgehört? Zurück. Scheint sich aufgehört zu haben. Einmal aktualisieren. Haben wir. Haben wir auch, die Verbindung steht. Gerät wurde erfolgreich angemeldet. Und weiter.
Ich denke mal, nach diesem Punkt können wir schon wechseln. Weil jetzt das Gerät schon in der Cloud ist. Ja, ist ja schon angemeldet, genau. Wir machen jetzt mal den Versuch, wir gehen aus dieser Seite hier raus, gehen wieder in mein normales Netzwerk rüber. Und dann müsste ich ja eigentlich über die App starten können. Dann müsste ich den über die App starten können, beziehungsweise über die Seite hier. Genau, da ist sie. Da muss ich mich auch nochmal eben anmelden. Das ist bei der Seite grundsätzlich so. Nein, nicht GMX. Also da muss ich immer wieder anmelden? Also zumindest ich. Ich habe wahrscheinlich am Anfang... Ich vergessen, das Passwort zu speichern. Aber ist vielleicht auch besser, ne? Wenn es nicht gespeichert wird. Auf der Website definitiv. Ja, will ich auch machen. Das hat auch was mit Sicherheit zu tun. So, wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Doch, da ist sie. Da oben im Bereich ist die Dosing Pump 3 und hier haben wir dann jetzt unsere kompletten... Ganz rechts sind, glaube ich, die Füllstände von den Behältern, richtig? Das sind ganz rechts haben wir die Füllstände von den Behältern. Wir haben im Prinzip ja jetzt noch nichts eingestellt. Nee. So. Das ist jetzt die Oberfläche, die wir haben, wenn wir die Pumpen anwählen. Und es gibt jetzt eine Besonderheit, die wir gerade eben noch rausgefunden haben. Die sieht aus wie folgt. Wir hatten eben dieses Menü hier ja, was ich übersprungen habe. Bei diesem Menü ist es wichtig, damit man die Pumpen gleich einzeln einstellen kann, dass man hier eine Angabe drin macht. Genau. Ob das jetzt 0 ist oder 10 Milliliter, wenn ich jetzt die anderen nicht habe, die 2 und die 3, dann gebe ich eine 0 ein, weil sonst berechnet der alle Pumpen gleich mit der gleichen Dosierung und gleiche Dosierzeit und dann meckert der. Erstens das und zweitens sagt er mit der Dosierzeit, das überschneidet sich dann, das ist, genau, ist eine Sache. Meckert, genau. Wir gehen jetzt hin, setzen jetzt erstmal auf alle, setzen mal auf 0. Genau. Die Uhrzeit ist... erstmal egal, dann haben wir hier einen Versatz, den wir zwischen den Pumpen eingeben können. Das heißt also, also 10 Minuten, 20 Minuten. Genau, damit wir dementsprechend, damit die sich nicht überschneiden oder gleichzeitig dosieren, das ist genau das, was du gerade eben gesagt hast. Wir machen mal einen 10 Minuten Versatz. Das heißt, an der Stelle, wo dann das Zeug reinkommt, ist genug, bleibt genug Zeit über, damit dann alles... Ist keine Reaktion von den beiden Chemikalien sozusagen genau. Oder KH oder CH, das hat sich mischt. Das geben wir ein, das wird gespeichert. Herzlichen Glückwunsch, Sie haben gewonnen. So, das ist jetzt erstmal das gleiche Bild und jetzt gehen wir mal auf unsere Pumpe selber. Da haben wir im Prinzip wieder das gleiche, wie wir es bei allen Pumpen haben, wie wir es aber auch beim KH-Keeper haben. Die Pumpen müssen kalibriert werden. Ja. Es wird eine Flüssigkeit für 30 Sekunden durchgepumpt. Es sollte nach Möglichkeit die Flüssigkeit sein, mit der man arbeitet. Also sprich, wenn ich jetzt die Pumpe 1 kalibriere, dann sollte ich auch die KH-Flüssigkeit nehmen, weil das hat ja eine andere Konsistenz. Ja. Darum geht es ja letzten Endes. Also wenn ich notdosiere, dann habe ich wieder eine andere Konsistenz. Darum ist es wichtig, immer die Flüssigkeit zu nehmen, zum Kalibrieren, die wir auch später verwenden, damit das auch wirklich dann auch passt. Das habe ich gemerkt, als ich die Einzeldosierpumpe hinten nachkalibriert habe. Ich habe ja die Essentials Pro und die sind extrem hoch konzentriert und somit haben die auch eine andere Dichte wie Wasser. Genau, die sind etwas dickflüssiger, sage ich jetzt mal. Beim KH-Keeper bin ich hingegangen und habe tatsächlich die Feinwaage genommen, damit die Flüssigkeit auch genau eingestellt wird. Das ist wichtig beim KH-Keeper. Genau. Aber jetzt hier bei der Pumpe ist es tatsächlich wichtig, dass ich halt mit dem normalen Messbecher arbeite. Damit auch die Menge dann stimmt, weil das ist, glaube ich, eine Differenz, die passt und, nicht. Und was man auch machen sollte, man sollte den Schlauch auf der richtigen Länge schon vorher haben. Ja. Der sollte angeschlossen sein, genau die Länge, die ich brauche für im Becken, wo ich die positioniere und wo die eingeleitet werden. Wenn ich jetzt den Schlauch, sage ich mal, kürzer mache oder wieder länger mache, dann muss ich wieder neu kalibrieren, weil ich habe in dem Schlauch ja eine andere Menge wieder drin. Ne? Eine andere oder merkt Menge? Sich das? Nee, merkt du es. Nee, also das muss ich neu kalibrieren in der Regel. Also deswegen sollte man vorab zusehen, dass die Schläuche mit dran sind bei der Kalibrierung in der richtigen Länge, so wie ich sie brauche. Genau das. Ne? Dann, wenn der Schlauch nämlich länger wird, ich sage es mal, länger zum Kanister hin, dann hat er ja auch mehr zu ziehen. Richtig, er muss ja auch, genau, der Druck ist ja noch mal wieder wahrscheinlich. Das ist im Endeffekt, ich sag mal, der Auslass ist wahrscheinlich nicht ganz so schlimm, aber die Saugseite muss passen. Genau. Und ich denke, das machen wir jetzt gleich mal kurz. Bis gleich. So, jetzt haben wir das Ganze hier aufgebaut. Die Schläuche sind dementsprechend angebracht, die habe ich eben schon abgemessen. Eine Sache, damit ihr auch wisst, wo was drankommt. Ihr habt hier die Laufrichtung drauf aufgeklebt. Ja, das ist die Laufrichtung, das heißt, die Seite ist Ansaugseite? Die Ansaugseite zum
Kanister und die andere Seite geht zum Dosieren. Genau. Zum Stacking-Becken oder richtig. Etc. Jetzt müssen wir erstmal das System befüllen. Vielleicht ganz kurz noch, wir haben deswegen die zwei Schläuche jetzt drin, damit wir einmal im Kreis auflaufen können, bis die Schläuche komplett einmal durchgelaufen sind. Ja, und wie ihr seht, ich habe die falsche ausgewählt. Haha. Ich war auf der C. Natürlich, ich muss auf die A gehen. Ja. Mensch. Vorführeffekt. Genau. Bingo, funktioniert. Ja. Jetzt sieht man auch schön, wie die ganze Luft rausgedrückt wird. Ja, vielleicht könnt ihr das sehen. Ich weiß es nicht. Ja, blubbert hier so ein bisschen. Seite. Jetzt. Das war natürlich jetzt dumm. Ne? So, machen wir den wieder rein. Ist voll. Fast. Ne, machen wir mal. Der hat ja Luft gezogen jetzt. So, man kann jetzt hier so ein bisschen erkennen, wie die Luft ist. Jetzt wird die Luft noch rausgedrückt im Rest. Lass uns mal durchlaufen. Ich denke, es ist durch. Könnte sein, ja. So, System ist befüllt. Wunderbar. So, dann können wir jetzt, den kurzen in den Messbecher rein. Messbecher ist übrigens nicht dabei bei dieser Pumpe. Da werde ich nochmal definitiv drauf ansprechen, ob da nicht was beigelegt werden kann. Weil wenn ihr den KH-Keeper nicht habt, müsst ihr halt gucken, dass ihr einen Messbecher euch organisiert. Bei einigen Pumpen sind sie dabei. Hier ist sie jetzt nicht dabei, aber okay. Haben auch nicht viele Pumpen. Das gibt es nur ein paar Pumpen, Dosierpumpen, die einen Messbecher dabei haben. Aber ich finde es eigentlich ein Gadget, was, sage ich mal, vorteilhaft ist. Ne? Definitiv. Also, ich weiß nicht, ob jeder unbedingt so einen passenden Messbecher hat. So, der füllt jetzt 30 Sekunden lang die Flüssigkeit hier ein. Ja. Und die Menge der Flüssigkeit gebe ich dann gleich anschließend hier in die App ein. Und dann ist die Pumpe auch schon kalibriert. Dann können wir auch hingehen und das Ganze nochmal prüfen. So war es zumindest beim KH-Keeper. Ich weiß jetzt nicht, ob es bei der Pumpe auch so ist. Müsste aber sein. Sehen wir gleich. So, so, die Menge ist... Ja, stell das hier drauf. Ja, nimm einmal fest, bitte. Genau. Gucken wir mal genau von der Seite. Das sind 11 Milliliter, die jetzt... So. Dann fragt er mich, in welchem Zeitraum ich kalibrieren möchte. Bei den Pumpen sage ich alle 3 Monate, weil bei den Pumpen ist mir das relativ fast egal. Sollten regelmäßig überprüft werden. Ob man jetzt 100 oder 101 dosiert, das ist dann auch egal. Ne? Das könnte nicht mehr drauf an, die Gesamtmenge. Ne? Also bei der Zuführung von Flüssigkeiten ist das relativ egal. Beim KH-Keeper, der muss genau arbeiten. Das war doch anders, weil der muss an der ran. Ja, genau. So, beim Kalibrieren, ja, kann ich jetzt nicht überprüfen, aber wir gehen jetzt ganz einfach mal hin und kippen das Ganze zurück. Weil wir haben unter anderem auch die Möglichkeit, eine manuelle Dosierung, Moment, ich mache mal eben trocken hier, eine manuelle Nachdosierung einzuleiten. Jetzt können wir nämlich überprüfen, ob das, was ich eingestellt habe, stimmt. Manuelles Nachfüllen. Das ist zum Beispiel, wenn du jetzt merkst, der Verbrauch geht hoch. Zum Beispiel, dann kann ich nochmal manuell nochmal separat dosieren, dass ich kurz anhebe und dann stelle ich die Einzeldosierung oder die Gesamtmenge wieder ein und er rechnet dann wieder, sage ich mal, die Einzeldosierung. Genau, also sprich das, was ich jetzt nachdosiere. Ja. Ich weiß zum Beispiel, dass ich, wenn ich bei meinem Becken 8 Milliliter KH-Flüssigkeit nachziehe, dass ich dann 0,2 KH nach oben gehe. So, wenn ich jetzt merke, mein KH-Keeper geht nach unten, dann dosiere ich einmal nach. Mhm. Und diese 8 Milliliter rechne ich dann auf die Gesamtmenge, also gebe ich auf die Gesamtmenge wieder an. Genau. Und dann rechnet er mir aus, okay, über den gesamten Tag verteilt und schon ist die Pumpe wieder so eingestellt, dass es passt. Verbrauch passt, ja. Beim manuellen Nachfüllen kann ich einmal im oberen Bereich angeben, wie viel. Okay. Und ich kann angeben darunter, für wie viele Tage verspätet, jetzt für 2 Tage manuelles Nachfüllen und. Das geht, aber ich möchte es jetzt haben und dann lassen wir das Ganze jetzt mal laufen. Gleichzeitig zeigt er mir hier an, wie viel er dosiert. Sehr gut. Das kann ich dann also überprüfen und das Ganze geht auch aus der Entfernung. Also ich habe das jetzt beim KH-Keeper und bei der einfachen Pumpe von der Arbeit aus gemacht, habe mich mit der App eingeloggt und habe gesehen, okay, mein KH ist was niedriger, dosieren wir mal eben nach und dann kann man dann auch ganz genau sehen, wie viel er gerade nachdosiert, wann er dann fertig ist. Aber das ist ja auch genau das, wofür man sich das Ding dann ja auch anschafft. Genau. Weil ich will das ja dann im Urlaub oder wenn ich auf der Arbeit bin oder so, möchte ich ja korrigieren können. Wenn ich das nicht kann, dann macht das auch nicht viel Sinn. Ne? Ja, das sieht schon ganz gut aus. Ja, gekühlt. Ja, 20 Milliliter ist natürlich auch jetzt schon eine Menge gewesen. Auch von der Lautstärke her geht's.
Das kannst du sowieso unterschreiben. Bei allen Pumpen. So, manuelles Nachfüllen abgeschlossen. Dann gehen wir auf OK. Den einmal wieder raus hier. Genau. Dann gucken wir mal auf der Seite. 20 Milliliter. Ja. Passt genau. Ja. Somit ist die Pumpe eingestellt und kalibriert. Was ich jetzt noch machen muss bei der Pumpe selber, ist die Menge, die ich im Dosierbehälter habe, bearbeiten. Ich habe da hinten einen Dosierbehälter von 2 Liter. Das heißt, ich gebe unten bei der Kapazität die Milliliter an. Das wären dann also 2000 Milliliter. Und darüber gebe ich an, wie viel jetzt tatsächlich drin ist. Ich behaupte jetzt ganz einfach stock und steif mal, das Ding ist voll. Genau. Und dann gehe ich auf Speichern und dann hat er mir das Ganze umgerechnet und ich kann mir dementsprechend dann jetzt hier unter anderem auch anschauen. Und er gibt aber, glaube ich, auch eine Warnung raus, wenn so und so viel nur noch drin ist, dass er langsam wieder nachfüllen muss. Ne? Genau. Also der wartet aber nicht, bis er leer ist, ne? Nein. Wie viel muss... Ich glaube, das ist unteres Drittel. Ich habe jetzt die Menge nicht genau. Pi mal 30% oder so? Ich glaube, 7 Tage Rest. Ach, 7 Tage Rest. Ich glaube, wenn man 7 Tage Rest hat, dann geht er hin und schmeißt eine Warnung raus. Ja. Da wir jetzt hier noch keine Dosierung eingestellt haben, kann er mir auch jetzt nicht sagen, wie lange das Ganze reicht. Ich sag mal, wenn ich einen Behälter habe, wo der nur 7 Tage reicht. Das wäre natürlich dumm. Dann muss er da, also mein Behälter, der reicht nicht so lange. Ja, bei der Menge, die ich dosiere? Das denke ich mir. Aber dann müsste der dann anders melden. Ne? Das wird er dann wahrscheinlich im Verhältnis. Merken, im Verhältnis. Wird er sagen, vielleicht nach 3. Also ich hatte es bei der Reagenz gehabt. Die Reagenz hätte jetzt nur noch 7 Tage gehalten in meinem Aber Behälter. Ich glaube, Reagenz ist auch vielleicht was anderes. Das mag ja sein. Da weiß ich noch nicht. Werde ich nachfragen. Wäre interessant zu wissen. Weißt du, das wäre jetzt so, guck mal, ich habe jetzt einen Behälter, der reicht ja nur 7 Tage. Mhm. Da kann ich eigentlich sagen, 7 Tage wird das schon die ganze Zeit im Lahm. Nee, das finde ich nicht. So. Jetzt haben wir hier die entsprechende Anzahl, 15 sage ich jetzt mal, und die Startzeit möchte er wahrscheinlich jetzt auch anders haben. So, und dann gehe ich darunter auf Dosis erstellen. Jetzt habe ich die angegebene Flüssigkeitsmenge ist 100, Anzahl der Dosen, das Ganze schön gleichmäßig verteilt, genau. Speichern. Und jetzt zeigt er mir auch an, wie weit ich mit meinem Kanister auf der linken Seite kommen. Dann berechnet er den. Dann genau, berechnet den muss er vorher eingeben. Klar, den muss er dann genau wissen. Ne? Ja, und genau das gleiche kann ich jetzt im Prinzip mit allen 3 Pumpen machen und mir die Pumpen dann dementsprechend auch ins System einbinden, wenn ich das möchte. Mhm. Also ich könnte jetzt zum Beispiel hingehen unter Actions. Das weiß ich jetzt nicht, ob ich die noch mit in die... muss die noch, glaube ich, zuweisen. Ich muss die noch zuweisen, genau. Einmal zuweisen, damit das mit im Gesamtsystem drin ist. Ja. Und jetzt kann ich hingehen unter Actions, jetzt kann ich sagen, wenn der KH-Keeper ist über einen 7. So, und jetzt kann ich mir die Dosierpumpe 3 aussuchen. Vorher konnte ich nur die KH-Pumpe aussuchen, also sprich, die habe ich mir so benannt. Ja, ja, klar. Dosing Pump 3. Dann kann ich mir jetzt hier aussuchen, welche Pumpe ich dann also anwähle. Du könntest jetzt, wenn du jetzt die kleine Pumpe nicht hättest, kannst du also vielleicht mal zu Verständnis, dann kannst du sagen, Pumpe A ist jetzt für KH, für den KH-Keeper und das weiß der KH-Keeper. Genau. Das weiß, die suche ich mir hier aus. Die musst du deswegen eintragen und zuweisen. Ich kann ja die einzelnen Pumpen dann gleich auch noch vernünftig benennen. Ich kann sie umbenennen, damit ich weiß, welche ist. Ja gut, oder KH, CA, Magnesium. Genau, genau. Ich sage jetzt mal Pumpe A, weil wir die Pumpe A genommen haben. Und dann sage ich ihm, ich möchte gerne 8 Milliliter von der Flüssigkeit haben. Und da kann ich einen Delay eingeben. Also sprich, wenn der KH-Keeper fertig gemessen hat, 15 Minuten später, habe ich zum Beispiel bei mir eingestellt, geht er hin und schmeißt dann die entsprechende Menge rein. Das ist eine gute Sache. So, und das ist dann die Dosierpumpe 3 komplett mit eingebunden. Dann gehen wir auf Speichern und dann ist dieser Task hier drin. Und so kann ich jede einzelne Pumpe mit dem KH-Keeper verbinden und ansteuern, wenn ich das möchte. Das muss ich allerdings jetzt hier wieder rausnehmen, weil ansonsten passt das im Moment nicht. Ja gut, aber es reicht ja eine Pumpe, ne? Ja, genau. Von KH. Muss ja nicht alle 3, ne? Ja, aber es könnte ja sein, dass ich... es gibt ja noch andere Möglichkeiten, hier über die App andere Sachen einzubinden.
Ja, ja, das ist das egal, ja klar. Das funktioniert genauso, wie das jetzt mit dem KH-Keeper funktioniert hat. Genau, ja, okay. So, und hier kann ich jetzt nochmal hingehen und mir meine Pumpen umbenennen. Das wäre jetzt Essential 1. Und dann ist das dementsprechend auch direkt übernommen. Ja, super. Und wenn ich dann... Dann weiß man auch genau, ja, Essential 1 ist jetzt leer und genau das und das hat er dosiert. Genau. Da kann man sich das gut merken. Ja, ich gehe das nochmal eben durch, damit ihr das auch seht. Dann gehe ich mir die Segelwerk Command. Und wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Hätte jetzt ja funktionieren können. Okay, da muss man sich ja merken, A, B und C, dann trotz all dem. Haben wir es schon soweit, dass wir dosieren. Okay. Ja. Dann läuft jetzt wieder ein Kreis. Gut. Ja, so viel dazu erstmal, wa? Würde ich sagen. Also ich finde ein cooles Teil, muss ich mal sagen. Ich werde die einbauen, werde dann anschließend noch ein Bildchen reinpacken und anschließend... Und du hältst mich die Woche wieder auf dem Laufenden, wie bei dir funktioniert. Wir telefonieren immer jeden Tag und schreiben und machen und tun. Wir gehen uns gegenseitig am Sack hier. Ja, so ungefähr. Nein, aber auch mit dem KH-Keeper, wir unterhalten uns immer recht viel darüber, über die Sachen. Weil mich interessiert es ja auch, weil ich bin ja nicht jetzt jeden Tag hier, ne? Ich bin ja nicht eingezogen. Ne? Hätte meine Frau was gegen. Wahrscheinlich. So, und nein, aber es ist ein schönes Teil, muss ich wirklich sagen. Macht einen wertigen Eindruck. Das macht auch, ist auch cool, das mit der App. Finde ich richtig gut. Und, ja, lässt sich auf jeden Fall gut bedienen, einbinden, ist intuitiv meiner Meinung nach. Finde ich auch. Und die Ersteinrichtung ist immer ein bisschen länger. Und wenn du das ein-, zweimal gemacht hast, dann ist das einfach drin im Kopf. Und wenn ihr euch vertan haben solltet, dann gibt es ja hier immer noch diesen süßen kleinen Magneten. Genau. Müsste auf der Seite sein. Da müsste irgendwo ein Reset stehen, ne? Nee. Nicht? Nein. Wo hat es? Ach, unten. Unten. Da unten drunter. Da müsste der Magnet dann dran gehalten werden. Genau. Für kurze Zeit. Und dann wird das Ganze resettet. Muss natürlich unter Strom passieren. Wenn man Reset ohne, dass sie angeschlossen ist, durchführen möchte, funktioniert nicht. Richtig. Dann kann man die wieder komplett neu anrichten, einbinden, wie man es gerne hätte. Genau. Wunderbar. Ja. Das war's. Alles Weitere seht ihr bei mir auf dem Kanal. Ich werde bei meinen Tagebüchern definitiv über die Pumpe berichten. Und ja. Also wenn euch das gefallen hat, lasst für den Daniel, für seinen Kanal mal einen Daumen da, abonnieren, Glocke an, verpasst da nichts mehr, wenn euch das gefallen hat. Und ja. Ich würde mal sagen, für die war es das erstmal. Und die neuen Materialien, die jetzt schon angekündigt sind, sind auf dem Weg. Es kommt wieder was Neues, was jetzt im Endeffekt... Das wird, weiß ich noch nicht genau. Ein leckeres wieder für euch. Ja, auf jeden Fall. In diesem Sinne wünsche ich euch einen schönen Tag, ciao. Abend oder Nacht. Bis zum nächsten Mal, euer Maibock und Markus. Ciao.